Okay, da geht die Post ab. Nummer 1 ist erledigt. Nummer 2 ist in Arbeit. Oh, oh, da kommt der Riesenklumpatsch an. Wow. Den hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber gut, wenn der da auch weg ist, ne? Was man erledigen kann, sollte man erledigen. Den kriegen wir aber klein. Sehr gut. Für jeden Ehre. Das ist auch sehr gut. Achso, Moment. Augenblick. Nichts überstürzen. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Das Armeelager. Wow. Nandos, halt die Finger ruhig. Das Armeelager war hier. Ich reiß mal eben die Straße weg. Ja. Ja. Auch weg. So, kurz mal. Die müssen so lange aushalten da hinten. Eine Bäckerei. Krieg die hier immer noch nicht hin. Es ist zum Mäusemelken. Okay, dann kann erstmal das Armeelager wieder dahin. So. Genau. Und die entsprechenden Verbindungen werden hier wieder geschaffen. Ich sehe nichts. Ich muss das mehr oder weniger hier so im Blindflug machen. So, da sind sie wieder alle, damit sie mit Nahrung versorgt werden können. Immerhin, das ist wieder gegeben. So, wir haben hier einen von diesen netten kleinen Grunzern. Aber das ist auch das Einzige, ne? Wir haben hier keine netten kleinen Hoppeltierchen. Hier haben wir nette kleine Hoppeltierchen. Tja, warte mal. Ich habe ja jetzt da die Dingensbummens weg und der Riesenklumpatsch ist ja auch weg. Ich würde da tatsächlich eine Bäckerei hinkriegen. Das ist, naja, das geht nicht anders. Das ist ein weiter Weg. Aber er muss beschritten werden. Der Hoffnung, dass das auch wirklich alles funktioniert. So, hier mal so den Pfad so lang. Dann docken wir das Teil mal hier an. Zwei Arbeiter. Ein Wohnzelt. Wäre auch keine schlechte Idee. So, und dann brauche ich mal noch ein Lager. Okay. Ja, bin ich mal gespannt. Immerhin, wir haben einiges an Getreide. Wie geht's Birgit? Ich hoffe gut. Wie sieht's mit der Mühle aus? Da ist eifrig schon Mehl produziert worden. Ja, dann lassen wir die Leute hier mal bauen. Alles im All, muss ich sagen, ist das hier wieder wesentlich entspannter als die Situation, die wir bei unserem heißen Plätzchen hatten. Und ich denke, dadurch, dass jetzt der Riesenklumpatsch da weg ist, achso, da haben wir ja immer noch die anderen Kollegen hier, ne?
Wenn ich hingehen würde und ich würde eine Opferstätte bauen wollen, würde ich die da überhaupt hinkriegen? Die würde ich beispielsweise hier hinkriegen. Okay. Und wenn ich dann einen Pfad bauen würde, dann könnte ich den, glaube ich, hier andocken lassen. So. Hier vielleicht ein weiteres Lager hin. So. Okay. Oh, da hat sich was getan. Langbogen als Erfolg und Knochenbogen. Aha. Langbogen. Der Waffenmacher hat jetzt die Fähigkeit, auch Langbögen herzustellen. Das ist schon mal nicht verkehrt. Der aus Knochen gefertigte Bogen ist besser als ein Langbogen. Knochenbogen. Das heißt, wir können also, wenn wir Knochen haben, dann auch entsprechend diese netten kleinen Knochenbögen da herstellen. Gebäude ist fertig. Okay, Wikingeranzahl. Ich habe natürlich wieder mal das Problem mit den Häusern. Ich habe hier ein Wohnzelt. Da ist Ahn, Wester und Liv untergebracht. Dann habe ich hier den Holzfäller. Ginnu, Lauk ist, oder wie auch immer, ist da schon. Oh doch, da ist Ginnlauk oder so ähnlich und Ingrid untergebracht. Holzfäller und Müller. Aber hier der Kollege mit der Farm, der hat so ein bisschen Nachsehen. Komm, egal. Ich muss hier jede Möglichkeit nutzen, um entsprechende Unterkünfte anbieten zu können. So. Ein Wohnzelt. Gebäude fertig. Gebäude fertig. Ja, der wartet jetzt natürlich auf Mehl, logisch. Das dauert ein bisschen. Da die Gegebenheiten nun mal so sind, wie sie sind. Gebäude fertig. Was will der? Achso, zwei Portalwächter, okay. Fisch. Dann mach mal einen Moment. Einer sollte reichen. Einer sollte. Wir wollen es nicht übertreiben. Ich habe nicht genügend Leute. Und ich hoffe mal, dass das da überhaupt geht. Gut. Gut, gut, gut. Ja. Da wird ein Zelt gebaut. Das ist dann auch schon, also das ist das andere, das jetzt hier fertig ist. Immer. Achso, doch das. Okay, wird immerhin von zwei Leuten genutzt. Und ich habe wieder etwas Reserve in Bezug auf meine Ausbaufähigkeit der Wikinger. So, wie sieht es hier mit dem Holzfäller aus? Er produziert noch immer eifrig, das ist ja gut. Ja. Aber wie gesagt, ich würde sagen, hier läuft. Ne? Also das kriegen wir auf jeden Fall gebacken. Das hat ganz gut geklappt. Hier auch mit den Wildschweinen. Die sind wirklich friedlich, solange man sie nicht piekst. Ja, piesackt, nicht irgendwie reizt und so. Das ist sehr, sehr schön. Das freut mich. So, und die Soldaten haben auch ganze Arbeit geleistet. Da die Opferstätte in Frieden gelassen wird von den Kollegen da hinten,
oder zumindest noch in Frieden gelassen wird. Komm, ich gebe hier noch einen dazu. Wir können es ja jetzt wieder. Fisch ist jetzt allerdings das Problem. Ja, da wird aber geangelt. Was sagt das Essenslager? Okay, naja, die Leute brauchen natürlich Nahrung. Das könnte hier ein bisschen eng werden. Moment einmal. Das sollte doch gehen, oder? Hier einen Fischer ansiedle. So. Dann kann der doch da an dem kleinen See, nehmen wir es einfach mal einen See, dann kann der doch da tätig werden. So, Moment, ein Pfad. Man soll hier jede Möglichkeit, jede Ressource, die es irgendwie gibt, muss man hier nutzen. Ressourcen, wie sieht's aus? Fleisch haben wir, Fisch haben wir, Brot sehe ich noch nichts. So. Bin ich auch schon wieder fast am Limit. Grunz. Solange die mir meine Leute in Ruhe lassen, können die da friedlich vor sich hingrunzen. Das ist überhaupt kein Problem. Das sehen die genauso. Also hier die Wikinger meine ich. Ja, sehr, sehr schön. Ja, das war wieder. Das ist wirklich eine entspannende Runde hier, muss ich ehrlich sagen. Aber da bin ich auch nicht böse drum. Das tut ganz gut. Das ruckelt ein bisschen, aber nur hin und wieder. Komischerweise ist es, so. Na gut, ich meine, hier, wenn es dichter besiedelt wird, dann fängt es hier mit der Ruckelei an. Das hatte ich aber vorher so nicht. Ich glaube, da muss ich noch ganz kurz mal meine Einstellungen bei der Grafikkarte kontrollieren. Ich glaube, da habe ich irgendwo einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe die auf Silent gestellt und nicht umgestellt auf Gaming. Das rächt sich jetzt hier ein bisschen. Ich werde das bei der nächsten Runde dann mal entsprechend korrigieren. Entschuldigung, wenn das jetzt hier halt ein bisschen ruckelig ist. Upsala. Da muss ich nochmal ran. Mit neuen Einstellmöglichkeiten ein bisschen rumgespielt und das ist jetzt das Ergebnis. Ich meine, die ist schön leise. Ja, die macht, sonst macht die etwas Lärm, was auch daran liegt, dass einer von den beiden Lüftern, oder sind es drei, ich glaube, ne, sind glaube ich zwei Lüfter, egal. Einer von den beiden Lüftern macht ein bisschen Lärm. Das ist nicht so gut. Sollten da irgendwelche Kollegen auf uns aufmerksam werden? Wie sieht's aus? 3 von 5 sind geliefert. Ich hoffe mal und vertraue mal darauf, dass die letzten beiden auch noch geliefert werden. Ja. Oder habe ich da noch einen? Bin gar nicht so sicher. Ich hatte ja irgendwie einen Fischer schon mal in Auftrag gegeben, aber den musste ich ja einreißen. Das ging ja da hinten nicht. Wegen der Klippe. Und, na gut, schauen wir mal. Noch ist das Ding in Arbeit, also das Gebäude ist noch in Arbeit. Das, könnte also noch ein bisschen dauern. So, was? Einer wird lebensmüde und fängt an hier. Oder sah das nur so aus? Hat der in Wirklichkeit auf irgendwelches anderes Getier Jagd gemacht? Bin mir da im Augenblick nicht so sicher, weil ich nur sehr wenig sehe. Ich sehe da nur einer rumrennen und alle Waren produziert. Okay. Nee. Er jagt oder versucht es zumindest, die Wildschweine da zu jagen.
Ob das einer gut bekommt? Ich habe da so meine Zweifel. Wir werden die Sache im Auge behalten. Einer wird wahrscheinlich irgendwann tot sein. So, wie sieht es hier mit der Bäckerei aus? Kommt hier langsam mal Mehl an? Kann gerne noch einen weiteren Träger einstellig entlassen. So, kriegt dann noch einen zweiten. Ich glaube, den braucht ihr auch dringend. Gebäude fertig, der Fischer ist fertig, das ist gut. Und Harald ist der neue Fischer, das ist auch in Ordnung. Ja, ich hoffe mal, dass der dir auch wirklich Fisch rausziehen kann. Und sei es auch nur für ne, Nahrung und so. Oh! Öffne Portal. Achso, ich sollte hier vielleicht mal mit der Opferung. Ach, der ist noch gar nicht. Der ist noch gar nicht fertig. Der braucht noch zwei. Nun gut. Weil das jetzt attackiert? Wie? Nein! Ach, du ahnst es nicht. Ja, das. Ich hätte gehofft, das würde noch ausbleiben, aber ich fürchte. Das hat sich gerade erledigt. Moment. So. Da wird jetzt meine Armee gebraucht. Beeilt euch, der macht hier gerade mit meiner Opferstätte schlimmes Zeug. Sieht schon gar nicht so gut aus. Oh, da kommen sie an. Und nehmen sich der Sache an, zum Glück. Uiuiuiuiuiuiui. Ich glaube, einen haben sie schon klein gekriegt. Nummer 2 oder 3 ist in Arbeit. Hallo? Bogenschützen? Ja, das funktioniert ganz gut. Mit den Nahkämpfern und so. Wobei bei den Nahkämpfern, das sieht ein bisschen mau aus. Das könnte heftig werden. So, wieder ein weiterer Gegner erledigt. Und das war's. Sehr gut. Die Opferstätte repariert sie von selbst. Das ist auch gut. Was machen die jetzt? Wollte schon sagen. Gut. Dann würde ich sagen, ihr kommt wieder da hinten hin. Bewegen. Da muss ich die erstmal hier hinsetzen. Das sollte eigentlich gehen. So. Die Jungs sind wieder unterwegs. Das hätte übelst ins Auge gehen können. So, wie sieht es hier mit dem Fischer aus? Macht er schon? Sehr gut. Er kann da durchaus produzieren. Sowohl hier als auch da. Also, ne, wie ich hier gerade sehe, stehen ihm wohl beide Wege offen. Das macht er auch. Und er geht hier ans Meer. Ja, so bestens. Das ist doch bestens. Ja, sehr, sehr gut. Auf jeden Fall haben wir genügend Fisch. Oder sollte jetzt auf jeden Fall genügend Fisch da sein? Wie sieht es hier mit Brot aus? Ist der Weg zu lang oder warum kommt da nichts an? Und im Augenblick ein wenig ratlos. So. Opferung auslösen. Und? Wächter besänftigt. Das hat funktioniert. Wunderbar. Wir sind einen weiteren Schritt weiter, so wie es aussieht. Dann ist es mit der Bäckerei jetzt ja auch egal. Dann würde ich sagen, wir öffnen das Portal. Wow! Diese Mission
ist abgeschlossen. Beginnt das nächste Abenteuer auf deiner Reise. Ja, Moment. Was ist denn hier los? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Erfolge. Moment. Das letzte war, glaube ich, der Knochenbogen, kann das sein? Genau. Grober Fels. In diesem Fels können Minen errichtet werden. Wir können jetzt Minen bauen. Ah, jetzt geht es natürlich ans Eingemachte, wahrscheinlich Gold und so weiter. Ne? Muss wohl jetzt besorgt werden. Kleines Portal. Portale werden meist von bösen Eismächten bewacht, die, sobald du sie öffnest, deinen Heimatort angreifen. Das ist schön. Das ist doch Götterzorn 4. Aus den Portalen kommen nun stärkere Gegner. Auch cool. Mindestgrößenerhöhung 2. Die minimale Kartengröße wurde erneut erhöht. Achso, alles klar. Mindestgrößenerhöhung. Ja, ja. Felsgrund. Auf diesem Felsgrund kann meist gut Stein abgebaut werden. Immerhin was Gutes. Hoher Sockel. Mit dem hohen Sockel kann man Gebäude an steilen Hängen errichten. Aha, also auch nicht schlecht. Mine. Das Bergwerk wird zur Gewinnung von verschiedenen Erzen benötigt. Sogar verschiedene Erze wahrscheinlich. Erze. Ja, also nicht nur Gold, wahrscheinlich auch noch Eisen oder so. Gucken wir mal. Knochenaxt. Die aus Knochen gefertigte Waffe ist sogar besser als eine Steinaxt. Wir brauchen also dringend Knochen. Sowohl für die Bögen als auch für Äxte. Geologe. Durch Gesteinsproben ist ein Geologe in der Lage festzustellen, welche Mineralien in den Bergen eingeschlossen sind. Er markiert die Fundstellen gut sichtbar mit kleinen Holzschildchen. Sehr gut. Sehr schön. Eisenspeer. Ah, es gibt also Eisen. Alles klar. Mit einem Eisenspeer kann ein Jäger gefährlichere Tiere jagen. Dann eine Eisenschmelze. Aus Eisenerz und Kohle wird in der Eisenschmelze Eisen gewonnen. Wir brauchen also sowohl Metall, also Eisen, als auch Kohle, Eisenerz. Der Geologe kann jetzt auf bergigem Untergrund Eisenerz finden. Es kann von Bergarbeitern in Minen gefördert werden. Minensockel. Mit dem hohen Sockel kann man Minen an steilen Hängen errichten. Waffenbaufähigkeit. Beim Waffenmacher können jetzt auch Eisenäxte gefertigt werden. Meine Güte, die Köhler. Aus Holz, Holz wird immer noch wichtiger, aus Holz produziert der Köhler Kohle, die in der Eisenschmelze und Goldschmiede gebraucht wird. Knochenspeer. Die aus Knochen gefertigten Waffe ist besser als ein Steinspeer. Kohle. Der Geologe kann jetzt auf bergigem Untergrund Kohle finden. Diese kann von Bergarbeitern in Minen gefördert werden. Immerhin. Eisriesen. Eisriesen stammen noch aus der alten Welt und sind nicht so leicht zu bekämpfen. Das war es mit Valhalla Hills. Wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Wir werden damit schon irgendwie fertig werden, hoffe ich. Ja, erstmal hier schließen. Wir betreten natürlich das Portal. Achtung! Victory! Auch diese Mission an diesem Berg haben wir gewonnen und wir starten die nächste Mission. Und machen dann hier lustig weiter, aber dann erst in der... Wow, das sieht ja beeindruckend aus. Dann erst in der nächsten Aufnahme-Session. Ich mache hier bei der Gelegenheit direkt mal Pause. So, wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme-Session, die dann wieder mehrere Folgen beinhalten wird. Wieder bis dahin wünsche ich euch wie immer, wie immer alles Gute. Genießt den Tag. Macht's gut, bis dahin.